Hallo YouTube, hallo Richard. Das ist meine Videoantwort für die 80 plus Abonnenten Giveaway Aktion vom Richie vom Kanal Richie's Knives. Deine Abonnentenzahl hat sich mittlerweile mehr als vervierfacht. Der Erfolg spricht für dich. Mach weiter so. Du hast uns für deine Giveaway Aktion zwei Aufgaben gestellt. Die erste Aufgabe ist die Frage, mit was geht ihr raus? Was habt ihr für Utensilien dabei? Und die zweite Frage war, wie macht ihr eure Videos? Die beiden Fragen möchte ich jetzt in diesem Video beantworten. Beginnen werde ich jetzt mit der ersten Frage. Mit was geht ihr raus? Zu deiner ersten Aufgabe, was habt ihr für Utensilien dabei, habe ich mir in den letzten Tagen ein paar Gedanken dazu gemacht, wie ich mein EDC am besten in einem Video vorstellen soll. Und habe mich jetzt dazu entschieden, mein EDC in drei Gruppen aufzuteilen. Und das möchte ich euch jetzt nach und nach vorstellen. So, meine erste EDC-Gruppe, ich nenne es jetzt mal mein Alltags-EDC, besteht aus diesen Gegenständen, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Das habe ich so dabei, wenn ich unter der Woche zur Uni fahre oder in der Stadt unterwegs bin. Ich halte es da gern minimalistisch, ich trage ungern zu viel mit mir rum. Bin auch ein Freund von leeren Hosentaschen und nehme dann halt nur das Nötigste mit. Und das stelle ich euch jetzt mal nach und nach vor. Also fangen wir links an. Das ist ein Sturmfeuerzeug von Turbo Flame. Dann natürlich mein Handy. Das ist ein Gelbeutel von Tatonka mit RFID-Blockfolie, dass man die Kreditkarte und die Geldkarte nicht auslesen kann. Als Messer wechsle ich eigentlich zwischen den San Renmu Modell und dem Ranger Grip von Victorinox. Die sind beide 42A konform und sind so für die gängigen Aufgaben, die ich so im Alltag zu erledigen habe, einwandfrei. Dann kommt natürlich der Autoschlüssel und mein Hausschlüssel. Dann habe ich hier Kopfschmerztabletten in Pulverform. Die kann man auch ohne Wasser zu sich nehmen. Als Taschenlampe gibt mir eine T10 von Thrunight. Die wird mit einer AA-Batterie betrieben und hält eigentlich ziemlich lange. Und gut, die Batterie bekommt man natürlich an jeder Ecke. Und ich muss hier nicht mit Spezialakkus rummachen. Dann habe ich hier noch eine Packung Kaugummi dabei und eine Packung Tempotaschentücher. Und im Sommer darf natürlich die Sonnenbrille auch nicht fehlen. Und wenn ich einen Rucksack dabei habe, was natürlich auch sehr oft der Fall ist, kommt noch so ein kleines Erste-Hilfe-Paket dazu. Oder je nachdem, wie lange ich von zu Hause weg bin, habe ich hier noch die größere Variante, wo ich so die gängigen Sachen drin habe, die ich für notwendig erachte. Weiter geht's mit der zweiten EDC-Gruppe. Ich nenne es jetzt mal mein EDC für bestimmte Anlässe, wo man halt nicht in kurzen Hosen kommen kann oder vielleicht auch das Handy lieber im Auto lässt oder ausgeschalten. Ich bin eigentlich kein Uhrenträger, aber für bestimmte Anlässe, wo man nicht ständig aufs Handy gucken kann, habe ich mir mal vor einer Weile diese Uhr gekauft. Das ist ein Titanmodell von Fossil. Diese Uhr gibt es auch noch in anderen Ausführungen. Mit Edelstahlarmband und einem anderen Ziffernblatt. Ja, die gängigen Funktionen. Und reicht mir für meinen Anspruch vollkommen. Der Geldbeutel ist der gleiche von Tatonka. Gut, der Autoschlüssel. Die Kopfschmerztablette in Pulverform. Eine Packung Kaugummi. Je nachdem auch noch eine Packung Tempo. Und als Taschenlampe dient mir in diesem Set die Thrunight TI4. Die wird von zwei 3A-Batterien betrieben. Die bekommt man an jedem Eck. Die Batterien halten relativ lange. Und die Lampe hat mit 252 Lumen eine gute Lichtausbeute und ist ein, für meinen Geschmack, sehr empfehlenswertes Modell von Thrunight. Wie aber eigentlich alle Modelle von diesem Hersteller.
Das Messer ist neu. Das habe ich durch den Dennis von Fuwa Forest Films HD kennengelernt. Das ist das Müller MSP Jäger mit Wüsteneisenholzgriffschalen und einer S90 V-Klinge. Ist wirklich ein schönes Modell, ein robustes Modell. Und fällt aufgrund seiner Bauart nicht sonderlich auf in der Hosentasche. Das Müller-Messer hat jetzt in diesem Set mein altes Altenbach-Modell abgelöst. Die dritte und letzte EDC-Gruppe nenne ich mein Freizeit-EDC. Das sind Gegenstände, die ich im Urlaub oder am Wochenende, wenn wir spazieren gehen, bei mir habe. Vor allem, wenn ich einen Rucksack dabei habe. Ich habe natürlich nicht alles dabei, aber einen Teil davon. Ich fange mal ganz links an. Das sind leichte Arbeitshandschuhe von Uvex. Dann habe ich hier den Lansky Blade Medic. Damit würde ich jetzt kein teures Messer schleifen, aber für ein Schweizer Taschenmesser oder ein Opinel reicht das vollkommen. Ein Abziehleder. Dann habe ich hier zweimal das Motorola T80 Walkie Talkie. Das ist natürlich eine tolle Sache im Ausland, wenn man nicht wegen jeder Kleinigkeit zum teuren Tarif telefonieren will. Dann eine Dose Pfefferspray, wobei man natürlich da immer aufpassen muss, ob das im jeweiligen Land erlaubt ist. Dann habe ich hier noch einen Feuerstahl, Autoschlüssel, Feuerzeug. Das Messer hier ist ein Victorinox Ranger Grip 174, eine Zange und einen Bithalter. Optional habe ich hier noch die Knipex Cobra 125. Großes Erste-Hilfe-Set, das ich mir jetzt selbst zusammengestellt habe, in der Tatonka-Tasche. Geldbeutel, Handy, so einen externen USB-Akku, Ladestation, um das Handy zu laden. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Leistung der hat. Ich glaube 5000 mAh. Auf jeden Fall kann man das Handy, wenn es leer ist, mindestens zweimal aufladen. Das reicht mir eigentlich. Als Taschenlampe hier die ThruNight TN4A. Die wird mit 4 2A Batterien betrieben und hat eine vernünftige Lichtausbeute und hält auch eigentlich relativ lange. Zu meinem Freizeit-EDC gehören abgesehen von Victorinox und Opinel-Messern diese drei Fixed-Messer. Das erste ist ein Line Steel M2 mit D2-Klinge und Olivenholz-Griffschalen mit einer 9,5 cm Klinge. Das nächste Modell ist das Bark River STS5. Der Klinge aus 154 cm Stahl. Und das größte ist das SC Junglas oder Junglas mit einer Klinge aus 1095 Kohlenstoffstahl und der Klingenlänge von fast, nee, es sind keine 30, es sind 28 cm.
Wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, halte ich mein EDC so klein wie möglich, da ich nur ungern zu viel mit mir herumschleppe. Ich stelle mir mein EDC nach Bedarf zusammen und versuche dabei, nur das Nötigste einzupacken. Das gilt vor allem für meinen Alltags-EDC. Im Urlaubs- und Freizeit-EDC sieht das je nachdem anders aus, abhängig vom Platz und der Lust, unnötig viel Zeugs mitzunehmen. Du hast ja auch gefragt, wie tragt ihr eure Messer? Am liebsten trage ich meine Messer und auch das restliche EDC in einem Rucksack. Im Alltag und am Wochenende habe ich zivile Rucksäcke von Deuter. Für den Urlaub habe ich je nachdem auch noch ein taktisches Modell. Optional zum Rucksack trage ich mein Klappmesser in der Hosen- oder Jackentasche. Meine bisherigen Videos habe ich mit meiner X929 Videokamera von Panasonic gemacht. Ich nehme meine Videos in Full HD 1080p mit 50 Bildern pro Sekunde im AVC HD Format auf. Das Stativ ist ein Manfrotto Kompakt MKC3. Gut, dann wünsche ich dir, Richard, weiterhin viel Erfolg und schließe hier mit den besten Grüßen aus dem Kraichgau.